Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht haben wir heute Dienstag, wie immer dienstags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Ute. Hallo Ute, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe folgendes Problem. Ich fahre mehrgleisig. Mhm. Inwiefern? Ich habe zurzeit drei Männer. Drei Männer? Drei Stück. Drei Stück? Die wissen nichts voneinander. So bist du drauf. Ja, aber das hat auch eine Vorgeschichte, Jürgen. Nee, sag mir mal drei Männer. Ist einer von den drei Männern dein Ehemann? Nein, keiner von... Also es sind drei Affären, die du quasi so am Laufen hast. Richtig. Wie lange bist du mit den Männern jeweils schon zusammen? Jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Halbes Jahr erst, ach so. Mhm. Mit allen drei gleichzeitig ein halbes Jahr? Ja, genau. Also alle gleichzeitig kennengelernt irgendwie? Richtig. Wie kam das? Es kam folgendermaßen. Ich hatte mich vor einem Jahr von meinem Freund getrennt, weil ich feststellte, dass mein Freund ständig fremd ging. Mhm. Und da habe ich gedacht, mein Gott, ich bin so auf die Schnauze gefallen mit meinem Ex-Freund. Jetzt möchte ich irgendwie gar keine richtige Nähe mehr zulassen. Ja. Wie lange hast du mit dem Freund zusammen? Fünf Jahre. Genau. Ja gut, dann ist das natürlich verletzend, wenn er dann so viel fremd geht. Richtig, und da habe ich gedacht, boah, was der mir irgendwie angetan hat, irgendwie, ich meine, okay, das ist jetzt keine Entschuldigung, das, was ich jetzt mache. Nee. Um Gottes Willen. Oder ist dahinter irgendwie so ein Denken, ich zahle es jetzt der Männerwelt zurück? Sowas? Nein. Sowas Diffuses? Nee. Nein, das gar nicht, Domian. Okay, also der hat dich also betrogen, du hast dich von ihm getrennt. Mhm. Jetzt erzähl mir mal, wie es dazu gekommen ist, dass du nun drei gleichzeitig angebaggert hast oder dich auf drei eingelassen hast. Ja, das ist ganz komisch passiert. Also einen habe ich auf so einer Flirtline kennengelernt, weil ich da irgendwie auch noch drauf tätig bin. Ach so, du bist professionell auf so einer Flirtline tätig. Ja, genau, richtig. Ja. Das mache ich auch noch mitunter. Da habe ich den ersten Mann kennengelernt. Ja. Den fand ich sehr sympathisch von der Stimme und dann haben wir uns auch halt verabredet und ja, so ist die Geschichte entstanden. Mhm. Mit dem ersten. Mit dem ersten. Genau, den zweiten habe ich dann in der Stadt kennengelernt, beim Shoppen. Ja, da lief das ja mit dem ersten schon ein bisschen. Da lief es schon ja ungefähr 3-4 Tage. Ja. Mit dem ersten. Hast du gedacht, einer mehr kann nicht schaden, guckst du dir den auch mal genauer an. Richtig. Ja. Ja, und den fand ich auch ganz nett und er mich wohl auch. Habt ihr geflirtet beim Einkaufen? Ja, richtig. Und wer hat den ersten Schritt gemacht? Du? Er. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und wer kann da schon Nein sagen? Richtig. Ich fand ihn ganz sympathisch und habe gedacht, ach, mach es doch einfach mal, versuch es. Okay, und der dritte? Ja, den dritten habe ich im Blumengeschäft kennengelernt. So, im Blumen. Der wollte für seine Freundin einen Blumenstrauß kaufen, aber so sind wir ins Gespräch gekommen irgendwie. Für seine Freundin, das heißt, er hatte oder hat immer noch eine Freundin? Er hatte eine Freundin, aber er hat mit ihr Schluss gemacht. Wegen dir? Wegen mir, sagte er. Und die anderen, um das auch noch eben abzuklären, sind die solo oder haben die auch noch Frauenfreundin? Die sind Single. Die sind Single. So sagten die mir zumindest, ne? Glaubst du es nicht? Nee, so richtig glaube ich das nicht, Jürgen. Bis ja heute nicht. Nee, das glaube ich nicht so richtig. Lass mich mal auf den Blumenladen kommen. Also im Blumenladen gab es dann auch einen Flirt zwischen dir und dem. Mhm. Obwohl du schon zwei Kerle hattest du schon in der Tasche. Richtig. Und da hast du gedacht, okay, versuchen wir das auch mal. Genau. So, das Ganze läuft jetzt seit einem halben Jahr. Genau. Seit einem halben Jahr spielst du jetzt aber wirklich professionell Theater wahrscheinlich. Ja, ne? Domian, das fällt mir auch schwer. Und aber das ist ja auch kompliziert, stelle ich mir so vor, alles auseinander zu fusseln. Da sind die Wochenenden, da will der eine sich mit dir treffen, der andere, und da musst du den dritten belügen und so weiter. Richtig. Und ich habe jetzt irgendwie auch ganz ein schlechtes Gewissen bekommen, mittlerweile schon. Jetzt erklär mir doch mal, dennoch noch mal einen Versuch, warum hast du das überhaupt so gemacht? Ja, weil ich, ja, vielleicht ist das irgendwie eine innerliche Verletzung von meinem Freund her noch, irgendwie, dass ich so für dich verletzt worden bin von ihm, weil er mich so oft belogen und betrogen hatte in der Beziehung, dass ich vielleicht dachte, mein Gott, ich möchte jetzt gar keinen mehr so richtig nah an mich heranlassen. Ich lasse keinen so nah an mich heran, aber dafür lasse ich eine ganze Menge an mich heran.
Ja. So, ne? Nach dem Motto. Ja, richtig. Also, du bist ja eine 40-jährige Frau, du bist ja kein unerfahrenes junges Mädel mehr. Ja, richtig, mhm. Domian, aber... Wen liebst du denn überhaupt einen von den Jungs? Nee, gar keinen. Gar keinen? Gar keinen. Ich finde das nur toll. Der eine geht sehr gerne spazieren, geht sehr gerne ins Kino. Ja. Also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, ne? Mit dem anderen. Ja. Wer ist der Beste im Bett? Ach, alle drei haben also ihre Vorzüge. Ja. Muss ich echt sagen. Also ich habe jetzt abgestellt, den Flirtlein-Mann, den Blumenladen-Mann und den aus der Boutique. Mhm. Ne? Ja. Gaukelst du denen denn vor, dass du verliebt bist? Oder die gar liebst? Ja, ein bisschen ja, Jürgen. Obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Genau, richtig. Für dich ist es einfach ein Freizeitvergnügen, mit denen irgendwas zu machen. Ja, aber jetzt nach einem halben Jahr fällt es mir immer schwieriger. Was sagen denn die einzelnen Männer zu dir? Wie ist deren Gefühlsstand dir gegenüber? Ja, der eine findet mich schon ganz niedlich und so, sagte er, und er könnte sich mehr mit mir vorstellen. Ja. Ja, aber da gehe ich gar nicht drauf ein. Ja. Und die anderen, gibt es denn sowas von, dass die eine Liebeserklärung schon mal gemacht haben? Oder so ein bisschen von Verliebtsein rumsäuseln? Irgendwas, ja, in der Richtung? Das schon. Richtig, der eine möchte mir mehr einen Kurzurlaub machen. Ah ja. Und so, ich meine, das macht man ja nicht, wenn man nichts für jemanden empfindet, so richtig, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, man muss dann schon jemanden zumindest etwas nett finden. Wie alt sind die eigentlich, die drei? Ja, also der Jüngste ist 33. Mhm. Und der Älteste? Der Älteste 36. Ach so. Also ich bin da schon etwas älter noch. Ja, naja. Geht ja noch. Ja, aber du bist ja ein ganz verrücktes Huhn, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Ja, richtig, aber... Was machen wir denn da jetzt? Ja, ich habe ja gedacht, vielleicht könntest du mir beraten, was ich machen soll. Ja, dazu gleich. Aber nochmal die Frage, was so deinen praktischen Alltag anbelangt. Das ist doch sehr schwierig, beispielsweise die Wochenenden zu planen. Mhm. Wie machst du das denn? Nee, also dem einen sage ich, der weiß ja, dass ich für so eine Flirtline arbeite. Mhm. Und da sage ich ihm, am Wochenende arbeite ich meistens für eine Flirtline. Mhm. Da läuft sehr gut das Geschäft. So, ja, ne? Ja. Ja, und das versteht er schon, dass ich ihn auch gut, nicht... Gut, aber der ist ja da noch ein anderer. Genau. Dem anderen erzähle ich, dass ich mit einer Freundin in eine Disco gehe. Also, so fällt Frau immer wieder was ein. Ja, richtig. Ja. Wenn mich jemand anruft, stelle ich mein Telefon ganz aus. Mhm. Wohnt ihr denn alle gemeinsam in einer Stadt? Nee, ich komme aus Oberhausen. So. Und die Jungs? Nicht? Ja, der eine kommt aus... Musst du erst nicht sagen alles. Ja, okay. Der eine kommt aus Duisburg, also aus meiner Umgebung. Aus Umgebung, ne? Das heißt also, die Gefahr, dass ihr euch in der Fußgängerzone alle drei über den Weg lauft, ist nicht so ganz groß. Genau. So, jetzt zu dem Punkt, wie geht's weiter? Das weiß ich nicht. So, so lustig, dass sich das auch anhört. Beschissen ist es allemal. Total beschissen. Na, aber hallo, was gibt's da zu reden? Ich habe ja gerne einen Mann gefunden. Du bist eine erfahrene Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Hoffe ich zumindest. Das sollte so sein. Ja, das ist auf jeden Fall so. So, dann musst du jetzt eine Entscheidung fällen und musst klar Schiff in deinem Leben machen. Du musst die Entscheidung für einen fällen. Wer ist dein Herzblatt von den dreien? Ja, aber wenn ich dann die Niete ziehe... Ja, dann musst du wieder mal im Blumenladen gehen, vielleicht findest du einen neuen. Außerdem bist du ja an der Quelle mit deiner Flirtline. Ja, richtig. Also ganz im Ernst, ich finde schon, dass du jetzt ganz schnell was unternehmen sollst. Ich weiß ja nicht, was mit den Männern los ist. Ich weiß nicht, wie viele Gefühle die schon investiert haben und wie sehr die vielleicht schon an dir hängen. Mhm. Du hast gerade angedeutet, dass der eine seine Freundin verlassen hat und das kann durchaus auch sein, dass es mit dir zusammenhängt und so weiter. Ja. So geht man nicht mit Menschen um. So lustig, dass ihr im ersten Moment auch anhört. Das ist nicht in Ordnung. Ja, deswegen habe ich dich auch angerufen, weil ich dachte, oh, ich brauche jetzt unbedingt mal jemanden, der... Ja, und deshalb sage ich dir auch klar meine Meinung. Meine Meinung ist ganz klar, dass du entweder trenn dich von allen oder entscheide dich für einen. Mhm. So, wenn du überhaupt keinen liebst, ist das natürlich schon so eine Sache. Dann entscheide dich schon für einen, aber spiel ihm kein Verliebtsein vor. Mhm. Naja, aber die haben alle so Vorzüge im Bett auch. Ja gut, dann lass dich auf lockere Beziehungen ein. Aber gaukel nicht jedem Einzelnen vor, du seist seine Partnerin. Und so tust du es ja, ne? Ja, richtig. Ja. Dann musst du frei und locker leben und halt mal dieses mitnehmen und mal jenes mitnehmen und mit offenen Karten spielen. Dann ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Ja. Ja gut, dann werde ich wohl mal jetzt mit den Männern reden müssen. Ja, das finde ich allerdings auch, ja. Es ist die Frage, ob du gestehst, was da gelaufen ist, oder ob du einfach sagst, nee, Schluss, ich trenne mich von euch und tschüss.
Ich glaube, ich werde wohl mich von allen drei trennen. Wenn das so einfach zu machen geht. Aber wenn du eh nicht große Gefühle da investiert hast, ist es ja auch egal. Nee, also ich liebe da keinen von denen. Ja, na gut. Dann, und fürs Bett kriegst du bestimmt immer wieder mal Männer. Wenn die Stimme so, wenn es alles übereinkommt mit der Stimme, dann habe ich gar keine Sorgen. Ne? Ja, deswegen, also sagte ich ja, also über das Flirten kann ich mit Sicherheit jemanden schnell kennenlernen, aber... Ich glaube, dass du auch so schnell Leute kennenlernen kannst, nach dem, was du uns ja gerade erzählt hast mit dem Blumengeschäft. Ja, richtig. Ja, ne? Also, Ute macht das mit links. Okay. Also, Ute, so geht's nicht weiter. Ja. Ne? Verletze nicht die Männerherzen. Nein, auf keinen Fall. Verhalte dich korrekt, verhalte dich so, wie du gerne auch behandelt werden willst. Das ist immer, glaube ich, die beste Regel, die man so hat. Also mit Respekt. So, genau. Und Ehrlichkeit. So, alles Liebe und alles Gute. Okay, Dankeschön, Dormian. Tschüss. 0800 220 5050. Heute haben wir eine freie Themennacht. Morgen ist Mittwoch und da steht ja unsere Sendung bekanntlich immer unter einem Thema. Und das Thema morgen heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Wer so etwas denkt und gerne mit mir darüber sprechen möchte, dann könnt ihr euch auch heute schon über E-Mail melden unter domian@wdr.de. Morgen heißt die Sendung, ich bin schuld an deinem Schicksal. Nähere Informationen auch noch zu morgen und zu unseren Themen überhaupt unter domian.de. Jetzt geht's weiter mit Nele. Und Nele ist 41 Jahre alt. Hallo. Hallo Nele. Ich bin auf Sendung, ist ja verrückt. Du bist total auf Sendung jetzt. Wow. Wow. Um was geht's? Ich bin Sorgenleserin. Was bist du? Sorgenleserin? Ja. Was ist denn das? Das ist mein Hobby. Also ich gebe quasi in Zeitungen, größeren, kleineren Zeitungen, kleine Anzeigen aus. Ja. Dass ich anonym Sorgen lese. Aber ja, was heißt Sorgenlesen? Das will ich wissen. Was heißt Sorgenleserin? Genau. Ich kenne den Begriff gar nicht. Sorgenleserin. Gut, der ist von mir, der Begriff. Siehst du, ist also nicht so bekannt. Also den habe ich erfunden. Ja, und was steckt dahinter? Ich bekomme quasi auf die Anzeigen hin verschiedene Briefe aus allen Bereichen. Mhm. Aus dem Gefängnis, von Kindern und aus Altenheimen oder... Ach so, und die Menschen schütten dir dann ihr Herz aus? Genau, ich habe ein Postfach und da schicken die dann quasi ihre Sorgen hin. Ja. Und wenn die das wünschen, schreibe ich auch zurück. Ja. Und wenn nicht... Dann ist auch gut. Dann lese ich die einfach und viele wollen das auch nicht. Das ist erstaunlich. Ach. Die wollen einfach abladen und finden das auch total klasse, dass das anonym passiert. Die wollen einfach was loswerden. Also es kann durchaus passieren, dass du einen dicken Brief bekommst mit vielen Seiten, wo jemand wirklich seine Not, sein Leid aufschreibt und anonym sogar bleibt und überhaupt keine Antwort haben will. Ja, genau. Die wollen keinen Senf, hat einer geschrieben. Kein Senf, kein Rat, kein gar nichts. Die wollen sich einfach mal die Seele frei quatschen oder frei schreiben und dann ist es gut. Ja. Ist ja nicht dumm, ne? Das ist so ein bisschen wie ein Tagebuch schreiben. Absolut. Und hochinteressant für mich dann auch. Mhm. Wie lange machst du das schon? Sagen wir mal so 15 Jahre oder so. So lange schon? Ja. Sorgenleserin. Weißt du, was ich gerade im ersten Moment gedacht habe? Nee. Dass du den Menschen quasi die Sorgen im Gesicht ablesen kannst oder so. Und nein! Ich habe das Gefühl, ich könnte das aber. Nein, es ist ganz profan. Du liest die Sorgen, weil die Leute dir das schreiben. Genau. Was sind die Hauptsorgen der Menschen? Die Hauptsorgen, also das geht quasi, da schreibt ein 15-Jähriger, dass er seine 14-jährige Freundin betrügt ständig und damit nicht fertig wird. Da schreibt eine übergewichtige Frau, die beschreibt mir ihren Körper, ihre Diäten, den ganzen Wahnsinn. Da schreibt ein Mädel wegen Fünfen und Sechsen im Zeugnis. Ist unser Job ja so ein bisschen ähnlich, ne? Das kenne ich ja auch alles hier aus der Sendung. Ja, nur meiner ist nicht öffentlich. Deiner ist nicht öffentlich, das ist völlig klar. Ja. Wie viele Briefe bekommst du so im Monat? Gut, das kommt auf die Anzeigen auch drauf an, wo und wie oft ich die schalte. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Das sind mal einer, mal zehn. Ja, aber in all diesen vielen Jahren ist da eine ganze Menge zusammengekommen. Da ist was zusammengekommen. Ja. Aber es gibt auch durchaus Leute, die eine Antwort haben möchten. Absolut, ja. Und dann setzt du dich hin und schreibst einen Brief zurück und schreibst deine Meinung, was du zu dem Fall denkst. Einfach so gut wie ich eben kann und so wie ich das sehe und ich schreibe dann eben auch dazu, was ich gedacht und gefühlt habe, als ich den Brief gelesen habe und schreibe einfach meine Meinung. Jetzt fragt sich natürlich der kluge Beobachter, warum macht sie das?
Warum mache ich das? Ja. Du verdienst daran ja kein Geld. Nein, es kostet ja Geld. Es kostet sogar Geld, weil du die Anzeigen schalten musst. Und du musst die Portogebühr bezahlen und weiß ich was. Warum? Okay, das ist ein Hobby und ich denke, viele Hobbys kosten Geld. Mhm. Aber warum mache ich das? Also wir waren mal so eine Mädchenklicke in der Schule und haben was Ähnliches gemacht. Mhm. Und das war ganz spaßig gewesen. Und da kam aber eigentlich nur Schrott zurück. Also das war irgendwie, was weiß ich, kindisch mehr. Aber irgendwie konnte ich das nicht vergessen und hatte das so im Hinterkopf. Ich fand es einfach interessant. Und dann habe ich später als Erwachsene gedacht, das fiel mir einfach so ein, so Sorgenleserin. Mhm. Warum nicht? Und habe dann einfach angefangen, ein Postfach habe ich mir angeschafft. Und Hand aufs Herz, liest du wirklich jeden Brief, den du kriegst? Ja. 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 Oder wenn da schon mal so ein Brief mit 10 Seiten kommt und du denkst, ah nee, doch, jetzt will ich nicht zugelabert werden, ich lese es einfach nicht. Gut, manchmal lege ich es ja auch zur Seite und lese dann ein andermal weiter. Oder so Schmuddelbriefe lese ich schon mal nicht. Aber die kommen auch. Kommen die Leute auch mit Sexproblemen zu dir? Absolut, ja. Absolut. Ja. Und das liest du dann nicht, weil das ist zu schmuddelig, oder? Doch, das lese ich. Es kommen aber auch Schmuddelbriefe, die sind von Anfang vom ersten Satz an eklig. Böse, schmutzige, vulgäre Briefe. Ich habe jetzt verstanden, wie das so entstanden ist damals, aber ich habe letztendlich nicht verstanden, warum du es tust. Ist es schon ein Voyeurismus, dass du einfach teilhaben willst an den Welten der anderen Menschen? Ist es vielleicht auch so ein bisschen Mitleiden, Mitfühlen, dass du zurückschreiben kannst? Was ist es? Es ist, glaube ich, einfach auch so eine Neugier, was die Leute so schreiben. Ja. Also so fing es an. Ja. Einfach mal gucken, Mensch, was die schreiben oder wer schreibt da. Ja. Und dann war es einfach auch nur faszinierend, was die auch einem fremden Menschen einfach anvertrauen. Ja. Und die Faszination, das ist wie eine Sucht. Ich glaube, das ist eine Sucht. Einfach. Was machst du in deinem normalen Leben? Ich bin Erzieherin. Erzieherin. Gab es denn nicht, wenn du so lange schon dich damit beschäftigst, mal die Überlegung, ich könnte das zu meinem Beruf machen? Ich werde zum Beispiel Psychologin oder ich werde Ärztin? Also bislang war ich eigentlich so, wie es da jetzt läuft, ganz zufrieden. Ganz glücklich. Hast du irgendwann mal einen kennengelernt von deinen Menschen, die dir geschrieben haben? Nee. Noch. Ich bin anonym und möchte es auch bleiben, um mich zu schützen. Ja. Und das soll jetzt auch alles so weitergehen? Also meinetwegen kann das noch 20 Jahre sein. Ich meine, du könntest ja auch vielleicht irgendwas mal daraus machen. Du könntest ja ein Buch daraus machen oder irgendwas darüber schreiben. Und natürlich, dass es anonym bleibt, ist verständlich, dass die Leute nicht erkannt werden. Ist das vielleicht auch ganz interessant, so für Außenstehende, für das Publikum? Also ich muss sagen, ich habe so Geschichten, die über Jahre gehen und ich habe schon verschiedene Bücher binden lassen. Ach so. Mit Originalbriefen. Ah ja. Die habe ich einfach binden lassen und ich finde die total hochinteressant. Klar, aber die dann zu veröffentlichen oder so, das geht natürlich nicht, weil die sind mir ja mal eigens anders. Das ist völlig klar, dann müsstest du das komplett anonymisieren und so geht das natürlich nicht. Genau, das ist verdammt viel Arbeit dann auch. Also eine Sorgenleserin, eine Frau, die sehr interessiert ist an anderen Menschen und wenn die Menschen ihr das freiwillig schicken, ist da auch gar nichts gegen einzuwenden. Genau. Und so wie ich in dieser Sendung sehr viel über Menschen in all den Jahren gelernt habe, lernst du auch sehr viel über Menschen, die dir schreiben mit den vielfältigsten und vielleicht auch bizarrsten und absurdsten. Was war denn das? Das Verrückteste oder Skurrilste oder Seltsamste, was man dir geschrieben hat bisher? Ja, das Verrückteste, da war so ein Typ, der hat eine Vitaminsucht oder der hat so einen komischen Zwang. Mhm. Und der muss permanent Petersilie und solche Sachen essen. Mhm. Oder der muss genau dieser Mensch muss immer seinen Kühlschrank ganz leer essen. Ja. Also da darf kein Krümelchen mehr drin sein, wenn er zu Bett geht. Ja. Und morgens wird dann der Kühlschrank aufgefüllt und am Abend muss dann jedes Krümelchen gegessen sein. Und er hat den Zwang, sich schützen zu müssen vor Dingen, die von außen da auf ihn eindringen könnten. Und deswegen ist da Petersilie. Also eine Zwangserkrankung steckt dahinter vermutlich. Ja. Wenn sich das auch ein bisschen witzig anhört, aber das ist nicht witzig. Das ist schon witzig schwierig. Ist es nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Liebe Nele, du Frau der Sorgen, schön, dass du mich angerufen hast. Mhm. Interessant, alles Gute weiter. Ich habe mich auch super gefreut. Tschüss, mach's gut. Tschüss, danke, du auch. So, jetzt habe ich hier Claudia. Und Claudia ist 50. Hallo Claudia. Hallo Domian, guten Abend. Guten Abend.
Ich lese hier was ganz Seltsames, woraus ich gar nicht schlau werde. Normalerweise steht hier immer nur der Name und das Alter. Aber dir steht hier was. Hier steht nämlich Leihmutter aus Afrika eingeflogen. Ja, das ist folgendes Problem. Mein Mann hätte gern ein Kind, weil unter in Afrika das eigentlich immer üblich ist. Nun sind wir schon lange zwar verheiratet. Ist dein Mann Afrikaner? Ja, das ist ein Afrikaner. Aus welchem Land? Nigeria. Nigeria. Und jetzt ist mir irgendwann halt mal die Zeit davon gelaufen, weil ich habe da gearbeitet und voll gearbeitet und hatte einfach keine Zeit. Und ich muss mal fragen, du lebst auch in Afrika? Nee, wir leben hier in Deutschland. Ach so. Und wie lange lebt ihr schon in Deutschland? Er lebt jetzt so 9 Jahre hier und seit 7 Jahren sind wir verheiratet. Ach so. Und jetzt eben will er da unter seiner Familie einfach zeigen, dass er ein Mann ist und dazu braucht er ein Kind. Was? Ich hab mich verstanden. Er will der Familie zeigen, dass? Dass er ein Mann ist. Ach, dass er ein Mann ist. Nur, dass, so. Wenn man ein Kind hat. Ach so. Und jetzt haben wir dann ein Mädchen eingeladen und ist jetzt auch gekommen. Aus Afrika und das, der gefällt hier auch, aber jetzt hat es natürlich nicht geklappt. Moment, langsam. Ein Mädchen ist eingeflogen worden aus Afrika, eine junge Frau. Ja, die ist hergekommen. Die soll jetzt schwanger werden? Ja, die soll schwanger werden. Von deinem Mann? Ja, und das hat er auch versucht und für mich ist das Problem, je offener das ist, umso besser kann ich damit eigentlich umgehen. Wie alt ist denn das Mädchen? Die ist Mitte 20. Mitte 20. Ist die aus dem weiteren Verwandten oder Bekannten? Nee, das ist irgend so eine Nachbarin oder Freundin. Eine Nachbarin. Das heißt, die Familie weiß das, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst? Ja, man schweigt sich da ein bisschen drüber aus. Aber die Familie weiß, dass da jetzt jemand eingeflogen wurde nach Deutschland? Ja, das wissen die, ja. Und jetzt hat es mit dem Mädchen bis jetzt noch nicht geklappt. Dieses Mädchen wohnt bei euch? Jetzt ist sie bei uns, dann ja klar. Ja, das ist ja eine heiße Sache. Es ist für mich eben jetzt furchtbar anstrengend. Nee, wie gehst du damit um? Da ist Besuch aus Afrika. Ja. Eine junge, vielleicht attraktive Frau von 25 Jahren. Wie alt ist dein Mann? Der ist 40. 40. So, jetzt sind die nebenan zugange und wollen ein Kind zeugen und du, die Ehefrau, bist auch im Haus oder in eurer Wohnung. Ja, das ist für mich jetzt halt relativ schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass es gleich klappt. Jetzt hat es aber nicht geklappt und jetzt wird es natürlich für mich immer schwieriger. Und ich manchmal halte es auch schon fast nicht mehr aus, dass ich sage, entweder er geht oder sie geht oder beide gehen. Also wie lange ist die jetzt schon hier? Die ist jetzt 6 Wochen hier. 6 Wochen. Mhm. Und jetzt kommt halt noch dazu, er verwöhnt sie jetzt eigentlich immer mehr. Also alles, was sie will, kriegt sie dann sofort in schönster Ausführung und ich krieg manchmal gar nichts oder bloß die billigere Ausführung oder wie auch immer. Ja, und die haben quasi jeden Tag Sex miteinander? Nee, das ist nach Terminplan. Ach so. Nur nach Terminplan. Wie oft hatten sie schon Sex jetzt miteinander? Das war jetzt zweimal. Zweimal? Halt zu dem Zeitpunkt. Hat ihm das Spaß gemacht? Ihre nicht so. Ihr nicht? Mm-mm. Ihm aber ja? Ja, ihm eher. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, dass eine Frau schwanger wird. Das muss ja nicht der direkte sexuelle Akt sein. Da könnte man ja auch drüber nachdenken. Ja, aber soll halt nichts kosten für ihn. Er möchte möglichst billig. Ja, ja, hör mal, das ist aber, also gut, das sind andere Länder, andere Sitten. Ja, aber dennoch, wir leben nun mal hier und du bist in unserer Kultur aufgewachsen. Ja. Das muss doch irre verletzend für dich sein. Also es ist für mich auch schwierig, deswegen erhalte ich jetzt auch die Situation manchmal fast nicht mehr aus. Ihr seid ja immerhin sehr lange schon zusammen, ihr beiden. Ja. Ne? Sehr lange, wie du es gerade gesagt hast. Und er kennt dich und er kennt ja auch unsere Geflogenheiten. Ja, aber er meint halt, dass... Und er meint, dass er das für seine Familie tun muss, ja, weil er sonst nicht angesehen ist. Und auch im Prinzip für uns, dass im Prinzip wir Anführungszeichen ein Kind haben, das was halt zu unserer Familie im Prinzip gehören sollte. Mhm. Aber für mich ist der Druck irgendwo so. Meinst du denn, dass doch im Vordergrund die Familie steht? Wenn es die Familie nicht gäbe, würde er das wahrscheinlich nicht machen? Ja, die übt natürlich auch immer einen gewissen Druck aus. Mhm. Und er geht dann irgendwann freudestrahlend mit dem Baby, fährt nach Afrika so und sagt, ja, ich bin, ja, genau. Ich hab's geschafft. Genau, ganz genau, und zeigt es dann dort vor. Wobei er mich schon immer mit einbezieht und auch. Dieses Kind sollte, wenn es denn ein Kind wird, wenn es klappen sollte, soll dann bei euch zu Hause bleiben, aufwachsen und die Frau wird dann wieder zurückgeführt? Die Frau geht wieder zurück. Kriegt ihr da Geld für? Nee, das wird ja mal einfach so gemacht. Ja, der ist schon eine schöne Reise hier nach Deutschland, ist schon was. Achso, und die Einlage? Was die alle schon bekommen hat, dann Kleider und Schuhe und Schmuck und alles Mögliche, also das ist schon einiges wert. Dreht sich mir eigentlich der Magen rum, muss ich sagen.
Ich finde es alles schlimm. Ich finde es schlimm für eure Beziehung. Ich finde es auch schlimm für diese Frau. Ja, für die ist auch schlimm. Also ja. Die fühlt sich manchmal auch nicht wohl, das muss ich sagen. Man nutzt ja auch ihre Armut aus. Das ist eigentlich keine arme Frau. Die kommt aus einer reichen Familie, aber sie ist auch hier. Warum macht ihr das denn dann? Die macht dann halt, die hilft mir ein bisschen Haushalten. Nee, warum die das macht? Immerhin ist es doch das war ihre Entscheidung. Mhm. Sie hat gesagt, sie sieht es als Aufgabe oder wie auch immer. Mhm. Und wenn sie hier ist, dann kocht sie halt und hilft mir ein bisschen Haushalt und dann. Ich wundere mich, Claudia, dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast. Ja, aber die andere Alternative wäre dann gewesen, dass er gesagt hätte, er geht. Aber wie schlimm? Wie schlimm? Welche Alternative gab es denn nur? Also so klar war seine Meinung, dass er dann gesagt hat, nee, also entweder mache ich jetzt diesen Deal da. Oder Claudia, tschüss. Wir gehen, ja. Finde ich auch sehr verletzend, muss ich dir sagen. Ja, es ist beide Art und Weise sind letztendlich verletzt. Ihr sagt, dachte, ich doch das geringere Übel. Ihr seid, sag's nochmal, wie lange zusammen? Ganz genau, von ganz Anfang an bis jetzt? Also das sind jetzt 7 Jahre. So, 7 Jahre und danach sagt der Kerl, wenn ich nicht mit einer anderen Frau ein Kind machen darf, du bist zu alt dafür, das heißt es ja im Klartext. Ja, das ist, mir ist halt die Zeit irgendwann davor, genau. Weil ich immer berufstätig war und halt. Okay, und wenn der das so sagt. Am Anfang war die Kohle halt wichtig. Ja, ja, ist mir das klar. Aber fühle mir das nochmal vor Augen. 7 Jahre zusammen, 7 Jahre Gemeinschaft, Liebe, Leben miteinander. Mhm. Und dann sagt er, wenn du das jetzt nicht mitmachst, dann tschüss. War's, ja, ja. Dann war's. Und jetzt wird für mich das halt immer mehr auch der Druck und jetzt irgendwann, ich kann manchmal auch fast nicht mehr dann und überlege, ob ich nicht beide dann sag, Abfahrt oder. Mhm. Ich könnte das nicht aushalten, sage ich dir. Ich könnte es nicht. Also ich muss sagen, meine Gesundheit hat schon auch sehr darunter gelitten. Das muss dich seelisch auch sehr belasten. Ist es auch. Mhm. Ist es auch. Nehmen wir mal an, da würde ein Kind entstehen. Wäre das nicht auch dann permanent für dich belastend? Weil du also immer wie denn ist das weiß ich noch gar nicht. Aber ich denke, dann ist irgendwo auf der anderen Seite der Druck von mir weg, weil wenn was ist, dann werde ich mich auch zurückhalten. Bei vielem und bei der Erziehung, würde ich sagen, also da mische ich mich dann nicht rein und. Ja gut, aber es ist da quasi, du hast es dann, du musst es aufziehen. Ja. Und du hast immer vor Augen, wie alles entstanden ist. Ja, natürlich wirst du den kleinen Wurm irgendwann auch lieben. Ja, schon. Ja, ich denke auch. Aber dennoch. Ja, sicher. Also die Belastung ist schon sehr groß und manchmal, also da halte ich es also schon fast auch nicht mehr auf. Mhm. Hast du dich denn mit irgendwelchen Menschen darüber beraten, mit einer Freundin und mit Verwandten? Ja, ich habe schon so alle möglichen mal in den Wegen gezogen, auch andere Alternative, aber... Nämlich? Das Adoption hatte ich denn auch mal vorgeschlagen. Mhm. Nee, er will ja seine aber Manneskraft sein. Genau, das war das Thema. Mhm. Nee, meine Frage war auch noch, ob du dich mit hast du eine gute Freundin, die ihre Meinung schon gesagt hat? Ja, ja, sicher, das habe ich schon vorher gemacht und ich bin auch immer in ärztliche Behandlung. Ja, was sagt denn die Freundin dazu? Zu der Situation, in der du dich jetzt befindest? Dass es halt schon sehr schwierig ist und dass ich eigentlich über meinen Schatten schon gesprungen bin. Gibt es jemanden in deinem nahen Umfeld, der dir klar sagt, Claudia, du bist verrückt, was du da machst? Das hat mir auch schon jemand gesagt, ja. Also da gibt es aber auch die ganze Bandbreite, wo dann jemand sagt, ja, wenn man es offen macht, ist es oft verständlicher, als wenn man es hinterrum macht. Mhm. Nee, das tröstet mich überhaupt nicht. Das tröstet mich überhaupt nicht. Wenn man es offen macht, ist es besser. Ja gut, natürlich, aber letztendlich macht es die Sache auch nicht besser. Mhm. Ich verstehe, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich könnte das nicht mitmachen, was du da mitmachst. Mhm. Ich finde es auch eine Zumutung von deinem Mann, dir das wiederum zuzumuten. Eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, sicher, er verletzt dich und deinen Stolz und deine Würde sehr, finde ich. Mhm. Also sehr. Er hat es auch schonend gemacht und. Na gut, was heißt schonend, aber er macht's. Ja, er macht und hat gesagt, er schmeißt dich raus quasi, wenn du nicht mitmachst. Was bleibt? Er hat dich ja unter Druck gesetzt. Ist, ja. Wenn ihr beide das jetzt für euch entschieden hättet, dann könnte man immer sagen, da ist ja alles ein bisschen seltsam, aber dann, okay, dann wäre es eure Entscheidung. Aber du leidest da ja runter. Ja, und wenn du jetzt hier anrufst, ist das für mich schon auch ein Zeichen, dass du verdammt leidest. Ja, sicher. Ja. Also ich renne manchmal hier schon rum wie so ein Hamstringkäfig. Also Claudia, ich würde es nicht mitmachen. Ich würde es wirklich auf den offenen Konflikt und die offene Konfrontation hinauslaufen lassen. Mhm. Es ist leicht gesagt von außen. Mhm. Man kann sich ja jetzt auch nicht in 10 Minuten über eine ganze Beziehung so leichtfertig reden. Deswegen, das ist jetzt erstmal meine spontane Meinung. Mhm. Dennoch möchte ich dann aber auch gerne, dass du mit meiner Psychologin auch noch ein bisschen redest jetzt. Mhm. Dann kriegst du noch eine andere Meinung. Mhm. Und ihr habt auch noch mehr Zeit zu sprechen. Mhm. Ja. Ja? Mhm. Also meine Meinung weißt du. Mhm, gut, ja. Dann legst gut. du jetzt auf und die ja. Heide, so heißt meine Psychologin, ruft dich sofort an. Mhm, okay, alles klar. Alles, gut, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss.
0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Heute haben wir eine freie Themennacht und morgen haben wir eine Themennacht. Und das Thema morgen heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Wenn ihr mir darüber zu diesem Thema etwas erzählen wollt, dann könnt ihr euch heute auch schon per E-Mail bei uns melden. Tina, guten Morgen, 34 Jahre. Hi. Hallo Tina. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin, glaube ich, schuld an meinem eigenen Schicksal. Ich habe vor ungefähr einem Jahr so eine Schönheitsoperation machen lassen. Ja. Und saß heute Abend mit meinem Freund vorm Fernsehen. Ja. Und dann hat der, da haben wir so rumgezappt und da kam so irgendwas über Schönheits-OPs, ich weiß nicht genau, um was es ging. Ja, in der ARD, glaube ich, bei Plus Minus war so eine Sendung. Ich bin auch kurz mal reingezappt. Ich weiß nicht, überall läuft sowas im Moment. Und ja, da sagte der, ach, da ging es auch gerade um eine Brustvergrößerung. Und er sagte dann, er weiß gar nicht, wie man sowas machen kann als Frau. So natürlich wäre doch am schönsten. Und das wäre doch, wenn das nicht echt wäre, er als Mann würde sowas absolut abstoßend finden und so. Sagt dein Freund zu dir? Ja. Während ihr das im Fernsehen gesehen habt? Genau. Und der weiß es ja nicht, dass ich sowas gemacht habe. Was hast du denn gemacht vor einem Jahr? Eine Vergrößerung. Eine Brustvergrößerung. Ja, das ist nicht auffällig, weil ich eigentlich gar nichts hatte und jetzt habe ich so normale Körbchengröße A. Ja, und man sieht keine großartigen Narben. Ja, das ist das Problem. Also das sieht man schon. Also das hat er noch nicht bemerkt. Mhm. Also Narben eigentlich nicht. Nee, das ist so, dass das Ganze so hinter den Muskel gelegt ist und wenn man die Arme so bewegt, dann, dann verrutscht es so ganz komisch. Ach so. Also, heißt das, dass es nicht perfekt gemacht worden ist? Also finde ich. Ich habe natürlich keinen Vergleich. Mhm. Und wenn ich, wo sind denn die Narben gelegt? Sind die unterhalb der... Genau, ja, so. Ja, genau. Das heißt aber, wenn man genau hinguckt, sieht man schon die Verwachsung. Ja, das könnte man schon sehen, ja. Aber das ist schon von der Verheilung her schon gut. Ja, aber wenn du den Arm entsprechend hebst, dann verrutscht das Implantat. Ja, wenn ich Muskeln anspanne. Deswegen versuche ich natürlich dann beim Sex irgendwie so Verstehe. Entspannt. Also das ist echt schwierig. Das heißt aber letztendlich beim Sex kannst du dich gar nicht so richtig körperlich gehen lassen, nee, weil also du im Kopf hast, ich darf keine Muskel anspannen, damit das Ding nicht hinherrutscht. Ja, das ist so, ein bisschen abgelenkt bin ich da jetzt schon. Ich war vorher eigentlich da ziemlich zufrieden, also was Sex angeht und ziemlich ausgelassen so und jetzt ist es so, dass ich immer aufpassen muss und ich war gerade am überlegen, ob ich mal zu dem Arzt nochmal gehe und es dem erkläre, dass das echt eine doofe Sache für mich ist, dass ich da so aufpassen muss und ich würde es eigentlich nicht wieder machen, deswegen vorher hatte ich ein erfülltes Sexleben und jetzt habe ich sowas wie so ein bisschen, also noch was Verkrampftes. Also ich finde ja auch, um das mal kurz zwischendurch zu sagen, in diesem ganzen Wahn im Moment, was Schönheitschirurgie anbelangt und das Fernsehen, die Medien treiben das ja richtig voran. Finde ich sehr gut, dass jemand auch mal erzählt davon, eigentlich hätte ich es nicht machen lassen sollen. Es wird völlig verharmlost. Es sind immer große Risiken verbunden mit einer solchen Operation. Es ist nie gewährleistet, dass es hinterher auch wirklich schön ist. Und es steckt wirklich so ein Schönheitsirrsinn dahinter, den ich mittlerweile wirklich zum Kotzen finde. Wir wollen doch nicht alle toll aussehen und glatt gebügelt aussehen. Und das stimmt. Und furchtbar. Ist mir jetzt, wo ich diese ganzen Sendungen sehe, auch so, ich hätte so gerne mit ihm zusammen gesagt, das finde ich auch, das finde ich genauso. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich ja jetzt eigentlich da echt mit drin stecke. Genau, lass uns mal darauf zurückkommen. Du hast es vor einem Jahr machen lassen. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ja, so etwa, wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Ach so, also nach der OP hast du ihn kennengelernt? Ja, so ungefähr. Also ich habe das dann eben noch so hingedeichselt, dass er nicht gleich irgendwie so die Bereiche so genau erforscht, sodass es später so, als es verheilt war, haben wir uns dann eigentlich erst so richtig hergekommen. Sein Urteil heute beim Fernsehen gucken war sehr klar. Er fand das doof. Er fand das doof, ja. Mhm. Und genau, aber er findet jetzt eigentlich meinen Körper so ziemlich klasse, sodass ich denke, dass er mich vorher nicht so klasse gefunden hätte. Er ist jetzt weg, also er wohnt ein paar Häuser weiter hier. Wir waren jetzt auch schon im Überlegen, ob wir zusammenziehen und dass das alles ganz klasse ist. Also und mit einem Mal kam mir jetzt so die Idee, das ist irgendwie alles irgendwie eigentlich gar nicht echt. Also womöglich würde der mich überhaupt nicht lieben, wenn ich das nicht hätte. Mhm. Und, aber wenn er es erfährt, dass du es hast... Würde er dich vielleicht auch nicht... Nee, glaube ich nicht. Jetzt bin ich auch in der Situation, ich möchte zu dem Arzt gehen und sagen, eigentlich finde ich das total scheiße, so wie das ist, weil ich möchte mich gerne bewegen können, wie ich möchte, wie ich bin. Also ich finde, da müssen wir jetzt auseinanderhalten.
Ich finde schon, dass du zu dem Arzt gehen solltest und ihm sagen solltest, so und so, es ist nicht optimal. Ja, aber da muss ich mit meinem Freund sprechen, ich kann nicht zu dem Arzt gehen. Ja, genau, aber nee, lass uns den Freund eben noch vorne auslassen. Wenn du zu dem Arzt gehst, läufst du natürlich Gefahr, dass der, ich weiß es nicht, dass der unter Umständen sagt, okay, da müssen wir nochmal nachoperieren. Dann hast du wieder eine Operation im Hals. Genau. Da musst du dir im Klaren darüber sein, ob du das willst. So, jetzt aber zu dem Freund. Du sagst, das ist eine schöne Beziehung, ich bin toll verliebt in den Typ und er ist in mich auch toll verliebt. Hm. Sagst du, ne? Hm, ja. Also ist ein tolles Vertrauensverhältnis da und ihr seht durchaus eine Zukunft miteinander. Ja. So, dann gibt es überhaupt gar kein Überlegen, dass du ihm das erzählen musst. Du musst es ihm erzählen, Tina. Echt? Ja, das musst du ihm mal erzählen. Das ist doch die Basis, wenn man so eng miteinander zusammen sein will. Und überhaupt, stell dir vor, er kriegt es dann doch irgendwie in einer sexuellen Aktion raus. Dann ist es ja noch viel, viel, dann stehst du ja noch viel, viel blöder da. Hm. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen verzwickt, aber weiterhin, und vor allen Dingen bist du lockerer im Gesamten und vor allen Dingen beim Sex. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nie wieder locker sein dabei. Also vor allem, wenn er das weiß. Ich stelle mir die Situation so plastisch vor, wenn ich sage, du, ich habe das so machen lassen. Mhm. Ich würde immer, ich selbst versuche das ja zu verdrängen. Ich spüre ja, dass ich das in mir habe. Ja? Mhm. Es ist ja nicht wirklich, bei jeder Bewegung spüre ich das. Ja. Und deswegen habe ich ja schon immer das Gefühl, es ist auch nicht mehr aus meinem Leben wegzukriegen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ihm das sage und er auch dabei immer an Silikon denkt, das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist wirklich absurd, dass viele das wollen, auch Männer das sogar verlangen von den Frauen. Und letztendlich hast du natürlich recht. Aber dennoch, vielleicht, er hat das jetzt so ganz grundsätzlich theoretisch gesagt, dass er es blöd findet. Ne? Hat er so gesagt. Ja, ich glaube, wenn er gewusst hätte, dass ich das habe, hätte er sich dazu nicht geäußert. Nee, aber ich glaube, dass so etwas kriegt gleich einen ganz anderen Rahmen, wenn die geliebte Person, wenn die betroffen ist. Vielleicht wird das dann relativiert bei ihm. Vielleicht kannst du ihm auch deinen Leidensdruck erstmal klar machen und kannst ihm auch vielleicht Fotos von früher zeigen. Du wirst es ja auch nicht leicht gemacht haben, die Entscheidung. Na ja, weißt du, doch eigentlich habe ich die Entscheidung war eigentlich schwer. Ich habe meinen Gynäkologen gefragt und der hatte gesagt, ich habe gute Voraussetzungen, ein supernatürliches Ergebnis zu bekommen. Es wäre wirklich ein Routineeingriff und ganz, ganz, ich habe die idealen Voraussetzungen und deswegen habe ich das auch gemacht. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt auch eigentlich so kurz davor, irgendwas zu tun. Also entweder musst du es wieder weg oder genau, ich wollte gerade fragen, geht es so weit, dass du überlegst zu sagen, ich lasse mir das Zeug wieder rausnehmen und dann habe ich zwar nochmal Narben, aber ich bin dann so, wie ich früher war? Ja, ich weiß nicht, ob sowas geht, ob das dann nicht irgendwie ausgeleiert ist. Das weiß ich auch nicht. Aber auch, ich meine, vor allem das Empfinden, das schießt auch, dass es kein Risiko, also man muss ja alles Mögliche unterschreiben, was an Risiken vorhanden ist, aber gerade was das Empfinden ist, gestörtes Empfinden kann natürlich eintreten und es ist bei mir auch passiert. Also da sind jetzt verschiedene Nerven, obwohl das wirklich ein kleiner Eingriff war, der kleinste, den man da machen kann in dieser Hinsicht, sind da Nerven jetzt kaputt, also dass ich auch da kein Empfinden mehr habe, so was an der Brustwarze normalerweise ist. Ich hatte da vorher echt ein tolles Gefühl und jetzt habe ich da keins mehr. Und Tina, selbst wenn du in diese Richtung gehen willst, was ja, da sollte man sich beraten lassen medizinisch, kann man so eine Sache wieder rückgängig machen, wie sehe ich dann aus, welche Risiken und so weiter, da musst du deinen Freund ja auch einweihen. Ich finde das sowieso einen guten Standpunkt, dass du jetzt mit ihm das Gespräch suchst und ihm das auch alles so erklärst, wie du es mir gerade erklärt hast, dass du ihn auch verstehen kannst und du selbst ja gar nicht selbst so ganz glücklich damit bist und vielleicht mit ihm gemeinsam sogar berätst, was sollen wir machen? Soll ich es wieder rückgängig machen? Du nimmst ihn vielleicht zusammen, gehst vielleicht sogar mit ihm zusammen zu dem Arzt und beziehst ihn in diese Aktion, in die Entscheidung mit ein. Aber du musst etwas machen, du musst ihn jetzt mit rannehmen. Sonst verselbstständigt sich das bei dir, du wirst immer unsicherer, immer unzufriedener, schämst dich und das ist einfach keine gute Grundlage für die Zukunft. Wahrscheinlich. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man das ein Jahr nicht gesagt hat. Das finde ich auch nicht so eine schlimme Lüge. Mhm.
Und vor allen Dingen kannst du ja sagen, du kannst ja das aufnehmen, was ihr heute Abend gemeinsam da im Fernsehen gesehen habt. Mhm. Wenn du dich morgen, übermorgen mit ihm unterhältst und sagst, pass mal auf, also gestern war die Situation so und so, ich muss dir jetzt etwas sagen. Und dann erzählst du ihm alles genauso, wie du es mir erzählt hast. Das finde ich so überzeugend. Und dann beratet ihr beide zusammen, was nun zu tun ist. Okay. Würde ich so machen. Mhm. Liebe Tina, alles Gute. Ja, danke, Domian. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Melanie ist hier. 27. Hallo, Melanie. Hallo. Ja. Dein Thema. Mein Thema, ja, das sind 3-in-1-Themen eigentlich, mehr oder weniger. Und zwar ist es, ja, großer Alterunterschied, große Entfernung und komplizierte Liebe. Und was? Komplizierte Liebe. Komplizierte. Altersunterschied. Du hast also einen Freund, der ist viel älter als du. Wie alt ist er? Der ist jünger als ich. Wie alt ist er? 18. Naja. Das geht ja noch. Ja. Wenn jetzt 14 gesagt ist, hätte ich gesagt, na, pass mal auf, Mädel. Da müssen wir was jetzt machen. So geht das nicht. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Der ist 18. Ja. So, Entfernung. Ja, das sind gut 400 Kilometer. Geht ja auch noch. Wenn man kein Auto hat, ist es schon schlecht. Gibt es eine Bahnverbindung zwischen den beiden Orten? Ja, schon, aber die wiederum sehr teuer ist. Die sehr teuer ist, das müssen wir immer wieder sagen, Herr Medorn. Ne? Genau. Man fährt nicht gerne mehr Bahn, weil Nein, es so teuer absolut ist. Absolut nicht. So, das sehe ich auch so. So, unkomplizierte komplizierte Liebe. Ja. Warum kompliziert? Kompliziert in der Beziehung, ja, halt wegen der Entfernung überhaupt schon mal, was das Ganze ziemlich kompliziert macht. Und seine Eltern legen uns sehr viel Stein in den Weg. Weil du schon so eine alte Frau bist. Genau, ja. Ich bin die alte Frau. Ja, ja. Und es wird natürlich auch von anderen Seiten her, Freunden und Bekannten auch, ziemlich schlecht geredet. Ehrlich, weil du so wenig älter bist? Ja. Ja, ich meine, gut, das sind knapp 10 Jahre. Ja, und na gut, aber. Man hört dann immer, ah, such dir was Vernünftiges in deinem Alter, also auf beiden Seiten. Denk mal darüber nach, wenn ihr alt werdet, ne, so werden die Leute vielleicht sagen. Dann ist die schon 10 Jahre, dann ist die schon 90, wenn du 80 bist. Ja, aber wiederum sag ich dann immer, ja gut, er ist dann noch jung genug, um mich dann, wenn ich im AOK-Shopper sitze, noch schieben zu können. Ja, genau, so kann man natürlich auch die ganze Sache sehen. Ja. Ja. Wie lange läuft denn eure schöne Zeit schon? 4 Monate jetzt. Geht ja auch noch. Ja. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Übers Internet. Mhm. Und ihm macht das aber nichts aus, Nee, im Grunde genommen nicht. Weder vom Altersunterschied her jetzt noch, ja, die Entfernung eigentlich im Grunde genommen auch nicht, wenn sie besser zu lösen wäre. Ja, also wenn ihr beide kein Auto habt. Ja. Und auch nicht so viel Kohle da ist, sind natürlich 400 Kilometer. Ich will das gar nicht runterreden. Ist das schon eine Entfernung? Die ist kompliziert. Er lebt wahrscheinlich noch bei seinen Eltern, oder? Genau. Mhm. Und du kannst dann nicht damit zu ihm gehen und im Kinderzimmer übernachten, bei ihm geht auch nicht? Das schon, ja. Das ist nicht wirklich das Problem, aber eigentlich ja, das Hin- und Zurückkommen ja eher dann. Ne? Mhm. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin im Moment nur Hausfrau und Mutter. Ach, du bist schon Mutter? Ja. Hm, von wie vielen Kindern? Eins. Von einem, wie alt ist das Kind? 5 wieder. Aha, das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass das auch wieder Vorurteile schürt. Ne? Ja. Dass die Eltern dann sagen, Mensch, die ist schon 27 und hat auch schon ein Kind. Mhm. Such dir doch eine Gleichaltrige, die noch jung, knackig ist und so weiter. Genau. Nimmst du das Kind dann mit dahin, wenn du ihn besuchst? Nein, also bis jetzt war es eigentlich immer so, dass er hierher gekommen ist. Ja. Ich war jetzt einmal erst da, aber ohne Kind, weil ich wollte das erstmal mit seinen Eltern allein antesten. Aber die Eltern wissen, dass du ein Kind hast? Die wissen das, ja. Und als du dann persönlich mit den Eltern gesprochen hast, waren sie dir gegenüber auch reserviert? Man hat schon gemerkt, dass irgendwie eine Spannung im Raum war. Also sie haben sich Mühe gegeben, sie haben auch mit mir ganz normal gesprochen, mich auch versucht, so gut es ging, mit einzubeziehen, aber man merkte schon alleine anhand der Mimik und Gestik teilweise schon, dass da irgendwie Abstand auf jeden Fall ist. Es passt ihnen halt nicht. Nee, nicht wirklich. Kann denn dein Freund mit deinem Kind? Ja, absolut. Absolut. Ja. Ist er noch Schüler oder macht er eine Lehre? Oder? Er macht eine Lehre. Ja. Ja, Mensch, Melanie, klingt natürlich erstmal kompliziert und blöd und nervig, aber ich finde, ich bin ja immer ein Anhänger der These, wenn die Liebe da ist, muss man das durchfechten. Ja. Auch gegen die Eltern und gegen das Gerede von irgendwelchen anderen Leuten. Und es gibt natürlich keinen klugen Rat, wie ihr diese 400 Kilometer überbrückt, wenn ihr beide nicht viel Kohle habt. Das weiß ich nicht, wie ihr das hinkriegt. Keine Ahnung. Nee, unser Problem ist ja auch, dass er ja, ein ziemlich komplizierter Mensch auch ist, der einem das alles nicht wirklich einfacher macht. Ne? Weil
Ich bin diejenige, die sich immer hinhockt und sich überlegt, wie das alles zu managen und zu regeln ist. Mhm. Und sucht da sogar für ihn teilweise auch Lösungen. Mhm. Und klar, er hat es nicht einfach, weil seine Eltern, wie gesagt, auch Steine in den Weg legen, versuchen den Kontakt auch so ein bisschen runterzudrücken und unterstützen ihn da auch keineswegs irgendwie. Und er selbst fällt da immer mehr in so ein Loch, merke ich. Wo ich ihn nicht raushelfen kann. Aber das ist, glaube ich, dann aber auch eine Typfrage. Ja. Wenn der solche Veranlagungen hat, hat er die auch noch, wenn er 28 ist? Ja, ich denke mal, das kommt mehr so von seiner Mutter oder vielleicht auch von beiden Elternteilen her, weil die sind auch sehr gluckenhaft irgendwie. Mhm. Ne? Die hocken auf ihm und jungen, da kann so viel passieren, wenn du dahin fährst. Deswegen sage ich, das ist eine Typfrage. Es gibt 18-Jährige, die würden auf den Tisch schauen und sagen, pass mal auf, ich bin 18, bin junger Erwachsener, es ist mein Leben, lasst mich in Ruhe. Ich habe mich in sie verliebt und basta, Punkt. Ja, wenn er traut das, wenn er das nicht traut, dann soll es vielleicht auch mit euch nicht sein. Mhm. Ne? Du kannst bis zu einem gewissen Punkt ihm helfen, irgendwie, aber letztendlich muss er auch selbst aus dem Puschen kommen. Ja. Und dann musst du, ich meine, das Ganze ist ja noch recht frisch, es sind ja ein paar Monate jetzt. Ja. Lass mal noch ein bisschen Zeit ins Land streichen, warten wir noch 4 Monate ab. Ich würde wirklich die These formulieren, wenn der wirklich will, findet er auch einen Weg. Dann wird sich das irgendwie fügen. Aber wenn der doch ein bisschen so eher drauf ist, wie du gerade geschildert hast, ist es vielleicht nichts mit euch beiden. Ja, er hat tierische Angst vor seinen Eltern, also dagegen anzugehen. Er möchte gerne gegen angehen, aber er hat Angst vor den Konsequenzen. Sprich, also, dass dann das Telefon auch noch gestrichen wird, was ja auch halt unsere einzige Kontaktmöglichkeit dann so eigentlich ist, wenn wir uns nicht sehen können oder das mit dem Internet halt auch. Das muss er durchhauen. Ja, eigentlich schon, das habe ich ihm auch schon gesagt. Und wenn er das nicht durchhaut, dann geht es nicht, dann musst du es halt so akzeptieren. Dann seid ihr nicht füreinander bestimmt als Paar. Naja. Ich würde jetzt, mehr kannst du gar nicht machen. Ich würde alles an deiner Stelle machen, was du machen kannst. Mhm. Den Rest muss er machen. Wenn er es nicht tut, registriere es bitte und zieh irgendwann die Konsequenzen raus. Gib ihm vielleicht noch ein paar Monate eine Chance, aber dann ist er irgendwann auch gut. Ja, man stößt auch sehr an seine Grenzen. Ja, irgendwann geht es auch nicht mehr. Ja. Ja, man kommt nicht weiter. Ich wünsche dennoch viel Glück, auch wenn es kompliziert sich anhört. Dankeschön. Melanie, viel Glück. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss. Martina ist 23 und jetzt hier bei mir. Hallo Martina. Ja, hallo Jürgen. Ja, dein Thema. Ich träume den Tod. Du träumst den Tod? Ich träume den Tod, ja. Das heißt, du hast schon öfter Todesfälle vorher geträumt quasi? Genau. Im Traum vorhergesehen? Genau. Und zwar hat angefangen vor 9 Jahren, circa. Mhm. Da habe ich geträumt, dass meine Oma ins Krankenhaus kommt und habe sie da gesehen und habe dann geträumt, dass sie da im Krankenhaus sterben wird. Mhm. Und das war dann auch so. War das lange danach oder unmittelbar nach dem Traum? Also bei meiner Oma waren es so circa 2-3 Monate. Und ich träume das immer wieder. Also ich träume das nicht nur einmal. Achso, lass es dann... Du hast auch von der Oma hast es dann mehrfach geträumt. Ja. Und dann ist es irgendwann so eingetroffen. Genau. Wie oft ist es denn schon passiert? Also es ist insgesamt 2-mal passiert. Einmal bei meiner Oma und vor circa 8 Jahren bei meinem Vater. Mhm. Seitdem dann nicht mehr, aber seitdem ist auch niemand gestorben. Mhm. Und im Moment träume ich den Tod von meinem besten Freund. Oh. Wie war das denn bei deinem Vater? Was hast du da geträumt? Ich habe geträumt, dass er ganz normal zur Arbeit geht und dass er dann bei der Arbeit sterben wird und eben von der Arbeit nicht nach Hause kommt. Und so war es dann auch? Und so war es dann. Der ist zur Arbeit gefahren und Herzinfarkt und war tot. Oh. Das ist aber gruselig. Mhm, und seit circa 2 Wochen träume ich eben den Tod von meinem besten Freund. Und was träumst du da genau? Ein Autounfall. Mhm. Also der ist 29 Jahre alt. Mhm. Und ich träume eben, also ich sehe im Traum dann, wie er die Straße lang fährt. Es muss nass sein, es muss geregnet haben oder regnen, so genau sehe ich das nicht. Mhm. Und ich sehe dann nur, wie er von der Straße eben abkommt und an einem Baum fährt. Wie viel Mal hast du jetzt diesen Traum schon geträumt, diesen letzten? Das träume ich jetzt seit circa 2 Wochen. Immer wieder? Und so ja alle 2, 3, 4 Tage in Abständen immer wieder. Mhm. Und das macht ja tierisch Angst. Mhm. Das kann ich verstehen. Das wird mich auch sehr ängstigen. Vor allen Dingen, wenn es schon 2-mal so genau eingetroffen ist,
Also es ist ja frappierend, was du gerade erzählt hast von deinem Vater. Dass du das so geträumt hast und es ist exakt dann so eingetroffen. Genau. Lass mich nochmal zurückgehen. Wie alt warst du, als der Vater gestorben ist? 13. Das war dann ja schon bald nach der Oma, ne? Wenn ich jetzt recht gerechnet habe. Mhm. Ja, so circa. Also Oma war im Oktober und Vater war im März drauf. Ja. Hatte ich das, da warst du gerade in der Pubertät und ein ganz junges Mädel, hatte ich das da nicht sehr, sehr, sehr schockiert für dich selbst? Wie bist du damals damit umgegangen? Es war so, ich habe damals meiner Mutter erzählt, dass die Oma sterben wird. Mhm. Und die hat mich damals einfach nicht ernst genommen. Mhm. Also ich habe gesagt, ich habe das geträumt und ja und ist gut und war ein böser Traum. Und als es dann so passiert ist, haben mich dann nie mehr mit irgendjemandem drüber gesprochen. Weil es mir eben wahnsinnige Angst selber macht. Ach, du hast dann, dass du das von deinem Vater geträumt hast, nie jemandem erzählt? Nein. Auch deiner Mutter nicht? Nein. Aber als es dann passiert ist mit deinem Vater, muss dich das doch sehr geschockt haben als 13-Jähriger. Ja, ich habe mir unheimliche Vorwürfe gemacht, von wegen, ich hätte es noch ändern können, ich hätte es... Ach so, indem du ihn gewarnt hättest oder irgend sowas? Also es ist so gewesen, dass mein Vater auf der Arbeit dann also umgefallen ist und es waren die Notärzte innerhalb von ein paar Minuten anwesend und haben eine halbe Stunde versucht, ihn zu reanimieren und haben ihn keine Minute mehr hergebracht, haben wir so erzählt gekriegt. Ja. Und aber dann, was hättest du da machen können? Was hast du dir damals überlegt, als Kind quasi noch? Was hättest du tun können? Wo waren deine Vorwürfe? Ja, ich habe mir einfach nur, wenn ich es der Mama erzählt hätte, wenn ich dem Papa gesagt hätte, aber die hätten mich sowieso nicht wieder für voll genommen, weil wenn jetzt, ich meine, wenn jemand zu mir kommen würde, würde ich das vielleicht anders, weil ich das kenne. Ja. Aber wenn man es nicht kennt, würde man denken, ach, die spinnt. Genau. Ne, die will sich wichtig tun oder irgend sowas. Genau. Mhm. Das heißt, du hast das seit damals noch nie weiter jemandem erzählt? Nein. Und jetzt gerade sprichst du zum ersten Mal quasi darüber? Genau. Auch keiner Freundin, kein Freund, kein Partner, gar nichts erzählt? Nein. Mhm. Aus Angst, dass die eben, wenn ich wieder sowas träume, dass die das dann wissen wollen und. Weißt du, Martina, ich fühle mich ganz hilflos im Moment. Ich glaube dir wirklich, was du erzählt hast. Das merke ich, wie du das erzählst. Und jetzt hast du wieder so einen Traum. Ich weiß gar nicht, was man da machen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich ihm das erzählen soll oder ob ich dem sagen soll, du hör zu, das war schon zweimal so, es ist so, ich träume das, es ist zweimal genauso passiert. Ich weiß nicht, ob ich ihm das erzählen soll, es ist so, ich steig bei ihm nicht mehr mit ins Auto. Wir verbringen äußerst viel Zeit gemeinsam, also wir sehen uns fast jeden Tag und machen irgendwas. Das ist aber nicht dein Partner, sondern ein guter Freund, ne? Ein ganz, ganz guter ganz Freund guter von mir. Freund. Und egal, wo wir hinfahren, immer fahre ich hole ihn ab, ich fahre ihn heim, ich lasse ihn so wenig, wie es geht am Steuer. Am liebsten würde ich ihn morgens abholen und zur Arbeit fahren. Also das ist eine ganz komplizierte Frage. Soll man es nicht sagen? Sagt man es der Person, kann man die Person natürlich extrem verunsichern. Vor allen Dingen mit den Hintergrundgeschichten kann man die Person in Angst und Schrecken versetzen und vielleicht sogar dadurch einen Unfall auslösen, weil die Person so unsicher ist. Genau. Ne? Das muss man ja alles bedenken. Sagt man es nicht, ist es für dich natürlich gewissensmäßig sehr, sehr belastend. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie es ihm helfen soll, wenn ich es ihm sage. Genau, ganz genau. Ich meine, es besteht ja nun keine Zwangsläufigkeit, dass es jetzt auch wieder so ist wie bei den ersten beiden Malen. Genau. Deswegen würde ich jetzt auf keinen Fall ihm das sagen, um ihn nicht zu verängstigen. Und ich meine, das kann einen schon sehr umhauen, glaube ich, wenn die beste Freundin einem sagt, pass mal auf, ich glaube, dass du sterben wirst. Ich würde es nicht sagen. Ich würde es auf keinen Fall sagen. Lass uns doch einfach mal gemeinsam hoffen, dass dieser Traum nur mal ein Traum ist. Darüber hinaus würde ich dir dringend anraten, dass du dir auch noch einen professionellen Beistand holst. Denn ich weiß, dass das schwierig ist, auch aus anderen Gesprächen, wenn man so etwas hat, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so eine Gabe oder so eine Fähigkeit, damit umzugehen, ohne dass so die eigene Seele, die eigene Psyche Schaden nimmt. Ja, aber ich denke mir immer, ich weiß nicht, wie mir jemand helfen soll. Mhm. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich kann ja niemand was dagegen machen, dass ich das träume. Mhm. Aber es gibt natürlich, wenn auch wenige, Psychologen, Psychiater, die sich mit solchen Phänomenen gut auskennen, die sehr viel Erfahrung haben, die auch andere Leute kennen, die das auch haben.
Insofern wäre so ein Kontakt oder ein Gespräch sicherlich nicht schlecht und auch etwas hilfreichend für dich, hilfestellend für dich. Also es geht mir, mir geht es eigentlich ganz gut. Mhm. Bloß es geht, also ich meine, das ist ja eben jetzt schon lange her, wo das letzte Mal war. Und das habe ich eigentlich ganz, ganz gut verkraftet. Bloß es geht jetzt im Moment einfach nur darum, soll ich was sagen, soll ich es nicht sagen? Oder soll ich hoffen, dass es diesmal wirklich nur ein Traum ist? Also, wie gesagt, ich würde es nicht sagen. Ich finde es nicht gut, es ihm zu sagen. Wir hoffen alle, dass es nur ein Traum ist. Nichtsdestotrotz würde ich dir gerne noch zumindest die ein oder andere Kontaktadresse geben, wo du dich, wenn du meinst, dass du vielleicht doch einen Gesprächspartner brauchst, hinwenden könntest. Mhm. Sollen wir das so machen? Das wäre nett, ja. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, ich bin schuld an deinem Schicksal. Wenn ihr eine solche Aussage macht über eine andere Person und ihr das Gefühl habt, ich trage da große Schuld, ich habe etwas verursacht, durch mein Handeln ist das und das passiert, hätte ich nur das anders gemacht und ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich morgen an. Morgen ist die Sendung unter diesem Thema. Ihr könnt aber jetzt auch schon zu dem Thema mailen unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Sascha und Sascha ist 20 Jahre alt. Hallo Sascha. Ja, hallo Domian. Ja. Sascha hier. Ja, ich wollte erzählen, ich war jetzt am Wochenende beim Berliner Literaturwettbewerb, die Liga-Veranstaltung, und wollte doch mal eine Lanze für die deutschen Schüler brechen. Aha. Du hast, das war ein Literaturwettbewerb für Schüler, oder was war das? Genau, das war für 16- bis 26-Jährige. Ja. In dem Sinne Schüler ja auch mit dabei und man durfte Kurzgeschichten oder Auszüge aus größeren Texten einsenden. Ja. Und ich habe überhaupt das erste Mal bei sowas mitgemacht, wurde gleich ausgewählt und war dann dort sozusagen am Berliner Wannsee unter den 30 Besten. Hey, du hast eine Kurzgeschichte geschrieben oder einen längeren Text? Naja, also es ist meine eigene Geschichte, meine eigene Lebensgeschichte. Ja. Und in dem Sinne ist es ein längerer Text, aber bisher umfasst er nur 6 Seiten und den habe ich halt eingeschickt. Ja. Also noch als Kurzgeschichte sozusagen verkauft. Und dann gleich unter die ersten 30 gekommen? Unter die ersten 30 gekommen, genau. Von wie viel insgesamt haben mitgemacht? 350. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Naja, aber ich war überhaupt das allererste Mal, Lehrer hat mich überredet, Mensch, mach doch da mit und so. Ja. Und nun waren wir dann dort und waren wir da unter den besten 30. Man hat halt sich untereinander die Geschichten vorgestellt und vorgelesen. Und so. Genau, gibt es da so kleine Räumlichkeiten, wo man dann die eigenen Texte vorträgt? Genau, so eine Art Workshop könnte Verstehe, man ja. Man, wir hatten da 3 Schriftsteller, ich persönlich kannte die nicht, sollen bekannt sein, naja gut. Und Wer war das? Erinnerst du dich noch? Ja, Anne Golin, Freya Frömmich und Antje Ravitsch-Strubel. Da sind nicht so ganz berühmt, aber schon haben schon einen Namen. Genau. Ja. Und man saß dann so zusammen und hat sich gegenseitig die Texte vorgelesen und so, war schon ganz interessant. Vor allen Dingen, weil man vergleicht sich ja dann selbst so ein bisschen. Ja. Und ich selbst wurde dann so ein bisschen zu so einem kleinen Mäuschen, nicht? So muss man es ja doch nennen. Weil dieses Niveau, was diese Geschichten hatten, wenn 16- oder 20-Jährige Erfahrungen beschreiben, die sie eigentlich selbst gar nicht gemacht haben können, dann finde ich das unglaublich. Also ja, und wenn die das auch noch gut beschreiben, dann, ne? Nicht? Genau, die Art, wie sie es beschreiben und allein schon, was sie beschreiben. Man selbst wird dann so zu so einem kleinen Mäuschen. Ja. Muss man ja auch mal, ja. Ich muss sagen, wirklich, wirklich klasse. Und man lernt auf diesen Treffen, ja, dann habe ich dann zum ersten Mal erfahren, es gibt ja ganz viele Wettbewerbe in ganz Deutschland, wo immer so viele mitmachen. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also deutsche Schüler, so schlecht können sie ja nun wirklich nicht sein. Also meinst du, das Volk, das Sprichwort mit den Dichtern und Denkern, da könnte doch noch wieder was draus werden? Ja, auf jeden Fall. Nun habe ich persönlich, kann ich nicht einschätzen, was Verlage jetzt sagen, ob die Geschichte gut oder schlecht ist. Aber immerhin das Engagement, da mitzumachen, finde ich schon klasse. Und sich da auch dann eine Jury zu stellen, finde ich mutig. Ist es denn bei dir so, dass du vielleicht jetzt animiert durch diesen kleineren Erfolg überlegst, irgendwie Schreiber mal zu werden? Nein, ich wollte schon immer eigentlich so im schreiberischen Bereich tätig werden. Ja. Aber eher im Bereich Journalistik sozusagen. Naja, das Feld ist ja groß und weit. Übrigens, genau, junge Leute. Ich dann tätig werden. Ja, übrigens, kennst du Benjamin Lebert? Ja, den kenne ich, immer mal im Fernsehen zu sehen. Ja, genau, der hat ja dann sein Erstlingswerk, da war der auch irgendwie 17 geschrieben. Das war dann ein Riesenerfolg. Ja, ja. Ja, Romane sind nicht so mein Ding, weil ich halte immer 6 Seiten durch und dann war es das wieder. Hast du Aber denn selbst? Da muss man seine Erfahrung machen und sicherlich irgendwann werde ich vielleicht auch mal dazu kommen. Hast du denn selbst einen Lieblingsschriftsteller? Na, der wechselt alle paar Monate. Ja. Je nachdem, welches Buch ich gerade lese, ist das mein Lieblingsautor, weil wenn es mir gefällt, sozusagen. Und wen liest du im Moment? Im Moment lese ich gerade Paulo Coelho. Ah ja.
11 Minuten. Und 1984 habe ich gerade gelesen, auch sehr schön. Also ein interessierter Literaturmann, junger Mann, kann man sagen. Ja, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil man halt viel schreibt und dann auch lesen will, wie andere etwas beschreiben. Hast du denn die ZDF-Sendung vorige Woche gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich war doch, also Ken Follett hätte ich nicht gedacht, dass der auf Platz 3 kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was war's mit, wer war Nummer 1? Nummer 1, Herr der Ringe. Herr der Ringe, genau. Gesagt. Die Bibel, dann der kleine Prinz und so weiter. Da kann ich auch nicht verstehen, Herr der Ringe. Also ich hab's mal angefangen zu lesen, fand es sterbend langweilig. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du noch durchgekommen bist. Alles Liebe, Sascha. Tschüss. Jo, tschüss. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema Ich bin schuld an deinem Schicksal. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Westdeutschen Rundfunk. Hören Sie Nachrichten. New York. Der Ölpreis ist auf eine neue Rekordmarke gestiegen. An der New York